In diesem Video möchte ich euch ein paar Tipps geben, wie man einen Zirkel verwendet. Beispiel: Der Lehrer sagt, ihr sollt einen Kreis zeichnen mit einem Radius von 3,2 cm. Das bedeutet, dass der Abstand zwischen der Spitze und dem Stift des Zirkels 3,2 cm sein muss. Das müsst ihr einstellen und wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr damit den Kreis zeichnen. Das heißt, ihr haltet den Zirkel an ein Geodreieck oder an ein Lineal und stellt die Entfernung ein. Das heißt, die Entfernung zwischen der Spitze und dem Bleistift unten dran oder manchmal ist es auch Kugelschreiber, das stellt ihr ein auf 3,2 cm und dann drückt ihr die Spitze des Zirkels an dem Mittelpunkt des Kreises auf das Papier und zieht den Kreis. Das heißt, unten erstmal mit dem Lineal oder dem Geodreieck den Abstand einstellen, den Radius einstellen, die Spitze auf das Papier drücken und dann braucht ein bisschen Übung, den Kreis zeichnen.